Heute ist Mittwoch, der 28. August. Live aus den W24-Studios im Wirtschaftspark Breitensee. Guten Abend Wien mit Ihrem Moderator Peter Schreiber. Jazzmusik, das ist ja was Schwieriges, also nicht nur für die, die das quasi handwerklich spielen, sondern manchmal auch für die Ohren der Zuhörer. Aber der Ruf, dass Jazz quasi nur von etwas in die Jahre gekommenen Herrschaften gegeneinander gespielt wird, den hat der Jazz mittlerweile abgelegt. Das ist durchaus auch was für die jüngere Generation. Davon haben wir uns gestern Abend beim Saisonopening vom Jazzlokal 2 überzeugen dürfen. One, two, one, two. Wenn es dämmert in der Leopoldstadt, wird es an einer bestimmten Adresse stetig lauter. Das Zwee öffnet seine Pforten. Zu hören sind ungeduldige Rhythmen und virtuos gespielte Instrumente. Hier in einer unscheinbaren Seitengasse am Donaukanal füllt sich ein kleines Lokal mit großer Musik. Es ist der Jazz, der hier den Ton angibt. Und es ist ein großer Jazzfan, der das alles möglich macht. Ich wollte mir eigentlich ein Kaffeehaus aufmachen und in aller Gemütsruhe mein Kaffeehaus alt werden. Irgendwie so mein eigenes Wohnzimmer mit ein bisschen Jazz aus der Konserve. Vielleicht einmal im Monat oder alle zwei Monate mal ein Konzertl. Ja, und irgendwie, es ist gewachsen und gewachsen und gewachsen. Und jetzt, wenn ich nicht aufpasse, wächst es mir über den Kopf. Ein beliebter und stark besuchter Jazzclub mitten in Wien. Hier spielen nicht nur altgediente Profis, nein, hier darf jeder mal ran, der seiner musikalischen Kreativität freien Lauf lassen möchte. Und das kommt sehr gut an. Am Anfang gibt es einen Opener, wo eine Band die geprobte Tunes darbietet, zum Besten gibt. Danach, also das ist ein kurzes Set, ist meistens 45 Minuten. Danach gibt es eine kurze Pause und dann ist die Bühne offen für Musiker, die dann heraufkommen und aus einem gewissen Repertoire, aus dem Jazz-Repertoire schöpfen und spontan miteinander musizieren. Da ist es auch ganz klar, dass man dann öfters hierher kommt, auch einfach, weil es eine super Möglichkeit ist, um zu spielen mit Kollegen. Das Ganze nennt sich dann Jam Session. Es wird gezupft, geklopft und natürlich auch gesungen. Ein Ort, an dem Neues entsteht. Eine Jam Session ist, wenn sich verschiedene Musiker, die auch noch nie zusammengespielt haben, treffen, sich gemeinsam ein Stück aussuchen, eine Tonart finden, ein gemeinsames Tempo finden und das dann zusammen musizieren und auch darüber improvisieren. Der überschaubare Rahmen des Clubs schafft ein besonderes soziales Erlebnis, Kultur, ganz intim sozusagen. Die Atmosphäre gleicht der eines Wohnzimmers, in der Musikfreunde zusammenkommen und sich gemeinsam ihrer großen Liebe, dem Jazz, hingeben. Der Jazz ist deshalb so liebenswert, weil er Freiräume bietet. Es ist in gewisser Weise Anarchie mit Regeln. Ich glaube, da wächst man ein bisschen hinein. Ich glaube, es gibt niemanden, der Musik entdeckt und dann sofort auf den Jazz kommt. Also die wenigsten. Aber was auffällig ist, dass zum Beispiel Kinder oft mit Jazz sehr viel anfangen können. Es ist eine Musik, die sehr intuitiv ist. Man hört es viel in Zeichentrickserien und so weiter. Also da hat es angefangen, vielleicht in die 50er Jahre, 60er Jahre, wo jeder einen Fernseher zu Hause gehabt hat und Cartoons mit Jazzmusik orchestriert, wie auch immer. Jazz ist eine sehr traditionsreiche, aber auch sehr innovative Musik. Also es entwickelt sich immer weiter. Und deswegen ist das auch als junger Mensch total interessant natürlich. Ja, Jazz ist offene Musik und das ist was für offene Menschen.